Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bei unserem Webinar zum Thema Neues Wagen, Webinare für die Bündnisarbeit nutzen. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin. Mein Name ist Nadine Schulz. Ich bin Projektreferentin im Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie. Und wir haben gerade schon ein bisschen die Technik gecheckt. Geben Sie uns doch auch noch mal ein Zeichen, ob Sie uns hören können. Das ist das Wichtigste über den Chat. Das Video lassen wir jetzt erstmal laufen. Das ist aber ein bisschen nebensächlich. Das ist ein nettes Beiwerk. Ich freue mich, wenn Sie uns gut hören können und so auch dem Webinar gut zuhören können. Ein Hinweis noch zur Technik und auch zur Dokumentation vorab. Wenn es Schwierigkeiten geben sollte, geben wir Ihnen den Tipp, dass Sie den aktuellsten Browser nutzen von Mozilla Firefox oder auch den Google Chrome Browser. Versuchen Sie es, wenn es nicht funktioniert, nochmal mit einem Neustart. Wenn das auch nicht klappt, dann wechseln Sie vielleicht nochmal das Endgerät oder hören uns und begleiten uns über Ihr Smartphone. Wir werden dieses Webinar wie gehabt aufzeichnen und Ihnen im Nachgang zur Verfügung stellen. Das Ganze wird auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht und auch die PowerPoint-Präsentation erhalten Sie im Nachgang in wenigen Tagen dann zugeschickt. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, können Sie diese im Chat stellen. Das werden wir hier beobachten und wir haben entsprechende Fragenblöcke während des Webinars eingefügt und dann können Sie dort Ihre Fragen loswerden. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz ein paar Dinge zu dem Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie mit auf den Weg geben. Unser Ziel ist es, die rund 600 lokalen Bündnisse für Familie in Deutschland gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern bei der Ausgestaltung der Bündnisarbeit zu unterstützen. Das machen wir in Offline-Formaten, aber auch jetzt nochmal verstärkt in Online-Formaten. Wir unterstützen Sie mit Checklisten und auch Leitfäden. Und wir haben ein Portfolio an Webinaren schon durchgeführt und auch heute sind wir wieder stark besetzt und ich möchte Ihnen einmal das heutige Webinar-Team vorstellen. Mein Name habe ich gerade schon gesagt. Ich bin Nadine Schulz, Projektreferentin. Ich werde Sie heute durch dieses Webinar führen und ich freue mich besonders, dass wir Herrn Achim Kolb aus Karlsruhe gewinnen konnten. Hallo, Herr Kolb, hallo nach Karlsruhe. Ja, hallo Frau Schulz, hallo nach Berlin und hallo von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Schön, dass Sie alle da sind und ich habe auch schon gesehen, dass ein paar Menschen schon Erfahrungen haben und ich freue mich auf das Webinar, alle Fragen und alle Inhalte und bin gespannt, was kommt. Super, das können auch Sie sein, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gespannt, denn es wird wirklich auch spannend. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch meinen Kollegen, Herrn Jan Theissen, kurz vorstellen. Herr Theissen wird sich oder wird das Ganze heute technisch unterstützen und begleiten. Das heißt, wenn es doch mal ruckeln sollte bei Ihnen in der Technik, dann wird Herr Theissen sich mit Ihnen in Verbindung setzen und da eine gute Möglichkeit finden, dass Sie auch diesem Webinar zuhören können. Ja, was erwartet Sie denn heute? Was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir möchten Ihnen gerne eine Alternative, aber auch eine Ergänzung zu Ihrer Bündnisarbeit vorstellen, nämlich die der Webinare. Sie erfahren in den nächsten 60 Minuten, worauf es bei Webinaren ankommt, worauf Sie achten sollten, wenn Sie diese anbieten. Wir möchten Ihnen also ein bisschen grundlegende Bausteine mit auf den Weg geben und werden das Ganze dann immer mit der praktischen Erfahrung des Bündnisses für Familie aus Karlsruhe, in dem Falle von Herrn Kolb, unterfüttern und unterstützen. Sie dürfen gespannt sein, das habe ich gerade angekündigt. Herr Kolb wird uns heute nochmal erzählen, wie sein Bündnis über 1.100 Teilnehmende für seine Webinare gewinnen konnte. Und seit März sind es, ich glaube, 45 Webinare, die das Bündnis durchgeführt hat. Und da bin ich auch ganz gespannt, da mehr zu erfahren, was da in den letzten Monaten gelaufen ist. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen vorgestellt und ich möchte jetzt gerne wissen, von wo aus Sie heute zugeschaltet sind. Einige, die heute erneut an dem Webinar teilnehmen, kennen diese Funktion schon. Ich erläutere sie gerne nochmal. Sie haben in der Rechtleiste einen Pfeil. Den klicken Sie einmal an und dann sollten Sie mit Ihrer Maus einmal drüber klicken können. Genau, da erscheinen schon ein paar rote Punkte, sodass wir mal ein bisschen verorten können, von wo aus Sie heute zugeschaltet sind. Und da gibt es ganz viele wilde Punkte, das freut mich. Wir haben in der Nähe von Berlin jemanden zugeschaltet, das ist schön.
Wir sind auch aus dem Norden vertreten, Hannover, wunderbar, NRW, Baden-Württemberg, Bayern, gut verteilt. Sehr schön. Herzlich willkommen an alle und schön, dass Sie dabei sind. Das ist virtuell möglich. Wir sind an unterschiedlichen Punkten in Deutschland heute, sitzen an unterschiedlichen Schreibtischen und das ist durch virtuelle Arbeit möglich. Ich stelle die Funktion jetzt wieder aus. Vielen Dank für die Teilnahme. Und uns interessiert, an welche Erfahrungen Sie mit Webinaren schon gemacht haben. Das heißt, nehmen Sie heute zum ersten Mal an einem Webinar teil? Haben Sie bereits an Webinaren teilgenommen? Oder haben Sie sogar schon selbst welche durchgeführt? Also als Moderatorin oder Expertin? Dann drücken Sie C. Und ich sehe schon, dass da fleißig geklickt wird. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrer Maus auf eine der Antwortmöglichkeiten zu klicken. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis gleich aussieht. So, ich öffne mal die Ergebnisse und ich hoffe, das können alle sehen. Die meisten von Ihnen haben schon an Webinaren teilgenommen. Das ist wunderbar. Es gibt einige von Ihnen, 20%, die zum ersten Mal bei einem Webinar dabei sind. Umso schöner ist es, dass Sie uns hören können und sehen können und auch aktiv an dieser Umfrage teilnehmen können. Wunderbar. Und wir haben auch schon Teilnehmende, die als Moderatorin, als Moderator oder Expertin teilgenommen haben und ein Webinar durchgeführt haben. Wunderbar. Dann schließe ich diese Umfrage und wir sind weiter neugierig. Und zwar möchten wir jetzt wissen, an wie vielen Webinaren Sie während der Corona-Pandemie teilgenommen haben. Das steigt ja immer mehr und es gibt sehr viele Angebote und da hat sich Ihr Nutzungsverhalten vielleicht auch nochmal geändert. Also ist das Ihr erstes Webinar? Haben Sie schon an 1 bis 5 Webinaren teilgenommen während der Corona-Pandemie oder waren Sie auch mehr als 5-mal dabei? Und auch hier bewegt sich nichts mehr. Ich zeige die Ergebnisse. Viele von Ihnen sind so von 1 bis 5 Webinaren Teilnehmende gewesen. Einige waren auch schon bei mehr als 5 Webinaren dabei. Und 21%, das hatten wir ja gerade auch schon, haben das als ihr erstes Webinar. Vielen Dank für die Teilnahme. Dann möchte ich einmal das Wort übergeben, ich hatte es gerade schon gesagt, an Herrn Kolb aus Karlsruhe. Herr Kolb, stellen Sie sich doch einmal noch kurz den Teilnehmenden vor und erläutern ganz kurz, warum Sie jetzt Webinare anbieten für Ihr Bündnis. Ja, also nochmal hallo und herzlich willkommen von mir aus Karlsruhe. Ich bin Achim Kolb und bin dort für das lokale Bündnis für Familie zuständig. Das sitzt im städtischen Kinderbüro und ich sitze hier auch quasi stellvertretend für meine Kolleginnen und Kollegen des Kinderbüros, weil wir als gesamte Abteilung quasi diese Webinare seit März angeboten haben und ich ein Teil des Teams bin und ich auch meinen Beitrag dazu geleistet habe und ich es dann auch selber in die Bündnisarbeit mit importiert habe, aber diese Gesamtanzahl ist ein Gemeinschaftswerk von allen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe von den 45 Webinaren, die wir gemacht haben, etwa 15 selbst moderiert, auch mit dieser Software, die wir jetzt hier benutzen. Ich habe eine halbe Stelle für das lokale Bündnis. Wir machen viele verschiedene Projekte mit bis zu 70, 80 verschiedenen Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern. Ein Schwerpunkt ist auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Vereinbarkeit von Studium und Familie, aber auch was Kinder- und familienfreundlicher Service bei Geschäften angeht oder was Angebote für Alleinerziehende angeht. Und was wir auch jedes Jahr machen, ist den Kinderfreundlichkeitspreis der Stadt Karlsruhe ausschreiben und eine Verleihungsveranstaltung machen und natürlich auch verschiedenste Impulse setzen und mit ganz vielen Netzwerkpartnern zusammenarbeiten. Und die Kollegin Frau Tesfay aus Heidelberg kenne ich und ich glaube, da habe ich recht, aus der Arbeitsgemeinschaft Familie Baden-Württemberg e.V. Und ich bin gespannt auf ganz viele Fragen. Ich bin auch nicht der super Experte zu dem Thema, aber wir haben hier
doch ein sehr erfolgreiches neues Format für uns eingeführt und wollen es auch unter bestimmten Punkten wieder weiterführen. Und ich denke, das reicht jetzt von mir erstmal. Super, vielen Dank, Herr Kolb, für die Einführung und auch nochmal kleine Erläuterungen zum Karlsruher Bündnis für Familie. Ja, wie vielen Bündnissen ging es uns auch im Servicebüro, so dass natürlich wir von der Corona-Pandemie überrascht wurden. Veranstaltungen wurden abgesagt, Seminare, Workshops konnten eben nicht mehr so stattfinden, wie es eigentlich geplant war und wie es so gewohnt war. Und wir finden, dass Webinare eine gute Ergänzung sind und eine, jetzt auch in Zeiten manchmal eine gute Alternative sind zu den Vor-Ort-Angeboten. Und es ist einfach auch ein gutes Tool, um Menschen zu erreichen, um auf sich aufmerksam zu machen, also auch für die Bündnisarbeit selbst nochmal in den Vordergrund treten zu können und darüber hinaus die Familien weiterhin erreichen zu können und im besten Fall auch neue Familien für das Bündnis begeistern zu können. Herr Kolb sagt es gerade schon, ich wiederhole es auch nochmal, wir haben gleich einen Frageblock, wo wir die ersten Fragen, die jetzt schon mal aufgetreten sind, mit aufgreifen werden. Wir werden jetzt einmal in die Thematik einführen, also was ist ein bisschen der Unterschied zwischen Offline und Online, da mache ich einen kleinen Schlenker. Wir gehen dann wirklich in die drei Punkte, die für Webinare wichtig sind, also was ist bei der Planung zu beachten, bei der Durchführung, aber auch bei der Nachbereitung, sofern das passt. Und wir werden dann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vor allem auch Herr Kolb mit Tipps und Tricks. Eine Einführung zum Thema, also es gibt sicherlich Unterschiede und es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten, was Online- und Offline-Veranstaltungen betrifft. Wir jetzt hier als Moderatorin und als Experte für dieses Webinar führen einen Dialog mehr oder weniger. Das ist in einer Offline-Veranstaltung natürlich anders. Da haben wir den direkten Blickkontakt mit den Teilnehmenden, können manchmal in fragende Gesichter gucken und können die aufgreifen und fragen, haben Sie noch Ergänzungen, ist etwas unklar geblieben? Das passiert in dem Webinar, in dem Format, wie wir es jetzt hier anbieten, leider nicht. Aber wir versuchen natürlich, Sie, liebe Teilnehmer, durch den Chat zu aktivieren, diese Fragen und Fragezeichen dann zu beseitigen und darauf Antwort zu finden. Das heißt, wir sehen, dass Sie im Chat dabei sind, wir sehen, wie viele Personen da sind, wir sehen die Vor- und Nachnamen und versuchen eben mit unterschiedlichen Interaktionen, Sie bei Laune zu halten. Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, dieses bei Laune halten, denn sowohl in Offline-Veranstaltungen auch als in Online-Veranstaltungen, damit die Leute am Ball bleiben und da sind und zuhören und Lust haben, zuzuhören und mitzumachen, muss man unterschiedliche Interaktionen anbieten und einführen. Und das machen wir in Form von Chat und von Umfragen. Dann werde ich mich noch gleich nochmal einmischen, weil ich das doch total toll finde, dass schon so viele Fragen zu rechtlichen und Kostendingen kommen. Und wir ja auch gleich noch eine Priorisierung machen. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Software, die wir hier benutzen, sich eben nicht für Videokonferenzen eignet. Und das ist nochmal ergänzend von mir. Das kommt darauf an, was Sie tun wollen, wozu Sie etwas brauchen. Das von mir. Genau, auf die Tools kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und ich würde gerne die Frage aufgreifen zum Thema geschütztes Wort Webinar. Auf die Frage waren wir vorbereitet, denn die stellt sich gerade jedem, der diese Form von Online-Formaten anbietet. Wir sind gerade noch in der Abstimmung, werden den Begriff wahrscheinlich ändern in Online-Seminare oder Webseminare. Da sind wir noch in der Abstimmung und Findungsphase. Herr Kolb, wie sieht es bei Ihnen aus in Karlsruhe? Diese Frage haben Sie sicher auch gestellt. Wie ist Ihre Antwort darauf? Also das ist so, dass auch unser zentraler juristischer Dienst bei der Stadt Karlsruhe uns davon abrät, den Begriff weiter zu benutzen. Es ist jetzt kein Problem im Nachklang. Wir haben noch nicht endgültig darüber befunden, wie wir das weiter nennen werden, ob es Online-Seminar oder wie auch immer ist. Und wir haben das auch schon mitbekommen, dass es Abmahnungen dazu gibt. Und insofern sollte man sich immer mit seiner Organisation juristisch absichern, wenn man etwas anbietet und diesen Titel benutzt. Das andere Thema ist allerdings auch, dass wenn man diese EduDip-Software kauft, sie einem das Produkt Webinar verkauft haben. Und dann ist auch die Frage, wenn man dieses Produkt, was so bezeichnet wird, von einem Anbieter so kauft,
Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie sich das juristisch auslässt, ob man es dann benutzen kann, weil man hat das Produkt gekauft von jemandem, der das auch so benennt. Insofern bin ich mal gespannt, ob es dazu noch weitere Entscheidungen, Anweisungen oder Informationen gibt. Also das Thema ist relativ neu und da halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden und Sie werden sehen, wie wir uns auch entscheiden hier vom Servicebüro. Gehen wir mal in die Planung des Webinars und zwar auf das schon angesprochene Tools. Da gab es jetzt schon einige Fragen, was die Kosten betrifft und da gehen wir nochmal ein auf die technischen Hinweise, die so in der Planung, also in der Vorbereitung für ein Webinar notwendig sind. Das soll auch gar keine Werbeveranstaltung werden. Wir möchten hier nur ein bisschen beispielhaft nennen, welche Tools es gibt. Herr Kolb sagt es gerade schon und Sie sehen es auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir nutzen die Webinar-Plattform EduDip. Ich glaube, die Preise sind so unterschiedlich, auch in den Paketen, die man kauft, sodass wir uns da gar nicht festlegen können, was es dann ist. Es gibt unterschiedliche Pakete von unterschiedlicher Dauer, die man da abschließen kann. Neben EduDip gibt es ClickMeeting und GoToMeeting. Es gibt das klassische Skype, es gibt Microsoft Teams. Ich glaube, da muss jeder und jede für sich das Tool rausfinden, ja, für die Bedürfnisse, die man hat. Herr Kolb sagt es auch gerade, ein wichtiger Hinweis, das ist jetzt wirklich eine reine Webinar-Plattform, also eine Telefonkonferenz, Videokonferenz. Noch besser würde ich über diese Plattform nicht umsetzen, sondern hier geht es wirklich um so ein bisschen fachlichen Input, wenn man so 2 bis 4 Experten vielleicht noch mit einlädt, aber dann mehr sollten es auch nicht sein. Und die anderen Teilnehmenden sind dann per Chat zugeschaltet. Ja, Herr Kolb. gleich auch wieder danke für die Links, die dort schon geschickt werden zur rechtlichen Situation. Vielleicht von mir aus noch wir haben eine Lizenz für 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hatten eine, die Kollegin vom Jugendschutz schon im letzten Jahr für digitale Elternabende erworben hat, wo das schon ein Angebot war, was wir angefangen haben. Deswegen kam auch die Idee auf. Und wir haben diese Lizenz erweitert auf 100 und wir zahlen einen vierstelligen Betrag, aber keinen hohen dafür, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ja, danke für die Ergänzung, Herr Kolb. Sehr gut. Auch Frau Strede, danke für den Link nochmal zur rechtlichen Situation. Wunderbar. Ja, also wenn Sie sich dann im Bündnis für ein Tool entschieden haben, was dem entspricht, was Sie sich vorstellen, dann ist es wichtig, dass Sie einen aktualisierten Browser nutzen. Das nennen wir ja auch immer in unseren technischen Tipps, die wir auch vorab geben. Am besten eben über Chrome oder Firefox, weil das ist tatsächlich das sicherste. Sollte es zumindest sein. Meistens ist das der sicherste Browser, den man nutzen kann. Und es kommt ganz stark, und das ist ganz wichtig, darauf an, einen guten Ton zu haben. Wie gesagt, das Webinar ist jetzt so konzipiert von uns, dass Sie uns hören können. Wir haben heute auch mal die Kamera angemacht. Die Kamera, glaube ich, ist gar nicht so entscheidend. Das ist ein nettes Beiwerk. Das ist sicherlich, da geht Herr Kolb sicherlich auch gleich nochmal drauf ein, für eine bestimmte Zielgruppe sehr wichtig, dass man den Moderator, den Referenten, Referentin sehen kann. Aber das Wichtigste ist der Ton, weil ohne Ton funktioniert ein Webinar nicht, weil nur aus den Folien können Sie ja nicht unbedingt so viele Informationen ziehen, die man auch im Wort spricht. Also das ist da ganz wichtig, eine gute Qualität im Mikro zu haben und wenn man möchte, auch die Kamera. Aber das ist auch eine persönliche Entscheidung, ob man die anschalten möchte oder nicht. Gibt es dazu Ergänzungen, Herr Kolb? Sonst würde Ja, ich einmal zum nächsten Punkt. auf jeden Fall, dass man auch alles vorher mal testet, so wie wir jetzt heute auch bei allen das mal getestet haben. Dann natürlich auch, wenn Sie das über einen Laptop machen, dass der vielleicht etwas höher steht. Meinen Sie, ist auch nicht der optimalste Hintergrund, das Thema Licht und so weiter. Genau, das ist auch ein gutes Schlagwort. Es gibt auch richtig, ich glaube, professionelle Webinarlichter, die man sich dann nochmal vor das Gesicht stellen kann, damit man da auch gut ausgeleuchtet wird. Wir haben jetzt das Bürolicht an, ich glaube, ich bin trotzdem gut zu sehen. Aber das sind so Feinheiten, das sieht man einfach in der Umsetzung, was einem da beliebt und was da gut funktionieren kann. Sie haben also alle technischen Sachen erstmal geklärt. Sie wissen, welches Tool Sie benutzen möchten. Sie sind technisch gut ausgestattet, haben sich da gut informiert. Und jetzt geht es eigentlich darum, inhaltlich zu gucken, welche Themen wollen wir anbieten im Bündnis, was macht Sinn und welche Referenten oder Referentinnen können wir dafür gewinnen.
Herr Kolb, da würde ich direkt das Wort an Sie geben. Welche Themen haben Sie denn in Ihren ja über 40 Webinaren angeboten, auch im Besonderen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Was haben Sie den Familien da angeboten? Und ja, erzählen Sie mal ein bisschen, was da in den letzten Wochen stattfand. Ja, gerne. Also wir haben am 19. März angefangen mit unseren Webinaren bis einschließlich 10. Juni diesen Jahres. Wir haben innerhalb von 4 Tagen das auf die Beine gestellt, dass wir das machen wollen. Das kam aus dem Krisenstab von uns in der Sozial- und Jugendbehörde, eben die Frage, was können denn die Fachbereiche, die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Sachgebiete anbieten, jetzt wo Schulen geschlossen sind, wo Kitas geschlossen sind, wo unsere gesamten Elterncafés, unsere offenen Treffs geschlossen sind, unsere Kinder- und Familienzentren, die Elternkurse im Rahmen von dem Landesprogramm Stärke zur Unterstützung nicht mehr stattfinden können. Und wir als Kinderbüro, wir haben die Sachgebiete der frühen Prävention, der Familienbildung, des Jugendschutzes und der Kinderinteressenvertretung hier angesiedelt und eben das lokale Bündnis, sodass wir ganz verschiedene Angebote prinzipiell auch im ganzen Stadtgebiet koordinieren und steuern, dort auch Ressourcen vergeben, Menschen engagieren und auch konzeptionelle strategische Vorgaben geben. Und wir wollten eben den Familien in dieser Situation weiterhin zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, sie in ihrem Alltag entlasten. Und auch soziale Kontakte, auch wenn das im Rahmen eines digitalen Angebotes eingeschränkt möglich ist, aber über irgendeinen Austausch weiterhin geben. Und die Themen, die wir eh in diesen ganzen Maßnahmen und Einrichtungen bespielen und angeboten hätten, in irgendeiner Form weiterhin den Eltern und Familien anbieten, um ihnen weiterhin eine gute Situation angesichts der Umstände, soweit es geht, anzubieten. Und haben eben dann gesucht, welche Referentinnen und Referenten haben wir prinzipiell eh in unseren Sachgebieten schon, die Angebote machen. Wie gesagt, in der Familienbildung, im Jugendschutz und auch in der frühen Prävention gibt es dort einen Referenten- und Referentinnenpool. Der wurde kontaktiert in relativ schneller Art und Weise. Wer könnte sich denn vorstellen, prinzipiell als Webinar ein Angebot zu machen? Wir haben ausgewählt, zum Teil, welche Themen hätten wir denn gerne und sind gezielt auf die Leute zugegangen. Aber auch die Referentinnen und Referenten konnten auf uns zukommen und haben Vorschläge gemacht. Und anhand dieser Auswahl haben wir dann versucht, ein Programm zusammenzustellen. Und was auch noch ganz wichtig ist, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, wir hatten 3 Monate lang unsere duale Studentin hier an Bord und die hat im Hintergrund die ganze Technik und die ganze Logistik rund um die Planungen gesteuert, hat die Hauptkontakte geführt, hat das ganze Management, die Terminvereinbarungen gemacht und hat auch mit allen Referentinnen und Referenten eine Technikeinführung, eine kurze gemacht. Themen haben wir auch selber uns überlegt, aber kamen auch zum Teil durch unsere Kontakte der Einrichtungsleitungen, der Beratungsstellen und so weiter an uns heran. Und dann haben wir eben diese Auswahl getroffen. Und unser erstes Webinar hieß auch gleich Herausforderung und Chance, Familie und Arbeit ohne Kita. Was bedeutet das eigentlich? Wie muss ich meinen Familienalltag gestalten? Wie müssen wir vielleicht anders kommunizieren? Was ist da auch die psychologische Situation? Das war ein Angebot, was wir zur Vereinbarkeit gemacht haben. Wir haben aber auch versucht, so ein bisschen Dinge zu verknüpfen. Wir haben auch ein Webinar logischerweise angeboten zu allen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, frühe Kindheit bis hin zur Pubertät. Also auch ganz viel, was mit der momentanen Situation zusammenhängt, wenn man jetzt aufeinander hockt, wenn man nicht weiß, wie man sich beschäftigen soll, wenn es auch darum geht, Ängste auszustehen, Konflikte auszuhalten oder aber auch den Familienalltag mit bestimmten Angeboten sinnvoll zu gestalten, einfach auch neue Ideen zu bekommen. Das haben wir gemacht. Ja, und auch eine Sache fand ich auch ganz gut. Ein Webinar haben wir auch gemacht zum Thema agile Methoden aus dem, was Sie als Trainer, Coach oder in der Unternehmensentwicklung kennen.
und vielleicht ihren möglichen Einsatz im Familienalltag, um so einen Tagesablauf positiv oder interessanter, abwechslungsreicher zu gestalten. Das waren ganz viele Themen. Fit für die Schule, kleine Kinder, große Wut. Wie geht man mit Wut um, angesichts auch der Situation, dass man räumlich da ist und so weiter und so fort. Und ich habe hier die komplette Liste mit all unseren Webinaren liegen. Und ich glaube, wenn man da noch Detailfragen hat, Sie haben ja meine Kontaktdaten benannt, kann man mich gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben zu Details. Und da ist es einfach so, dass wir uns auf einen ganz tollen Referentenpool hier in Karlsruhe, der in den einzelnen Sachgebieten gepflegt und zugeordnet ist, verlassen können. Und natürlich auch vielleicht das auch ein Anstoß war für verschiedene Referentinnen und Referenten, sich jetzt auch mal hin in das digitale Feld zu begeben. Und da sind dann auch viele ganz neue Ideen und Sachen entstanden. Mhm. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Das sei Ihnen gegönnt, Herr Kolb. Gab es dann auch Themen, also ich habe jetzt so verstanden, dass das ja einige Themen waren, die Sie auch offline durchgeführt haben und dann entsprechend nochmal angepasst in der virtuellen Form, angepasst an die Krise, die Familien vielleicht erlebt haben, im familiären Kreis, wie auch immer. Gab es auch Themen, die Sie den Bündnispartnerinnen und Partnern, also im Bündnis für die Bündnisarbeit genutzt haben, um diese Form Webinar dort umzusetzen? Ja, das haben wir auch gemacht. Und zwar bin ich Teil einer Kampagne Kind und Campus im Rahmen des Projektes Studium und Familie hier im lokalen Bündnis. Wir haben seit letztem Jahr versuchen wir einerseits studierende Eltern an den Karlsruher Hochschulen zu sensibilisieren, dass es an den Hochschulen für sie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Beratung und Unterstützung gibt. Und andererseits sozusagen Dozenten, Professoren und so weiter darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich die Situation von studierenden Eltern oder Studierende, die auch Pflegeverantwortung haben, das gibt es auch immer mehr bewusst machen und es mehr beachten. Und dort haben wir schon zwei analoge Veranstaltungen im Studierendenwerk Karlsruhe gemacht mit einem Impuls und auch einem Austausch in der Kinderbetreuung. Und es wurde ganz toll angenommen. Und dort war auch das Thema, dass wir dieses Jahr eine analoge Veranstaltung zum Thema Erste Hilfe am Kind anbieten. Und das konnte eben nicht stattfinden. Und so haben wir über die Familienbildung der Stadt meiner Kollegin den Referenten angefragt, der das normalerweise in Einrichtungen macht, der auch vorher noch keine Webinare oder sonstige Angebote gemacht hat. Und der hat das im geschlossenen Rahmen dann für studierende Eltern angeboten. Und dort hatten wir 44 Teilnehmerinnen aus der Studentenschaft von der Hochschule Karlsruhe, der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, vom Karlsruher Institut für Technologie und von der Dualen Hochschule. Und das war, gab nur positive Rückmeldungen, sowohl in der Chatfunktion noch im Nachklang. Und es war eine tolle Veranstaltung und das werden wir, wenn die Situation so bleibt, auch weiterführen. Das Zweite, was ich jetzt anfange zu planen, ist, dass ich ja auch verantwortlich bin für das Arbeitgeberforum Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Technologieregion Karlsruhe und wir dort auch regelmäßig Veranstaltungen bei Unternehmen und Arbeitgebern zu Vereinbarkeitsthemen machen. Und im Oktober sind wir bei der Firma Hehl hier in Baden-Baden und planen das als digitales Format. Das wäre auch das allererste Mal. Das bedeutet auch eine gewisse Einschränkung und so weiter. Und es gibt in Karlsruhe auch einen Männer- und Vätertag, der mit unterschiedlichen Kooperationspartnern von Familienbildung, lokales Bündnis über die Volkshochschule und so weiter getragen wird im November. Und da wurde gestern erst die Präsenzveranstaltung abgesagt und wir überlegen jetzt, ob und wie wir das als digitales Format umsetzen können. Und ich bin sehr dafür, dass wir das machen und ich hoffe, das klappt auch. Genau, und ich habe auch vor, das weiter aktiv zu nutzen, auch angesichts der Situation, dass man auch bestimmte Räume nur beschränkt nutzen kann und eine längerfristige Planung ganz schwer möglich ist. Ja,
Und genau, und ich glaube auch, dass das haben Sie auch gerade noch mal ein bisschen angerissen. Es geht ja manchmal auch einfach um die Weitergabe von fachlichen Inhalten. Und ich glaube, dass man das im Webinar auch für die Bündnispartnerinnen und Partner wunderbar nutzen kann. Also ich glaube, wenn man da den richtigen Experten, die richtige Expertin an seiner Seite hat, kann man das gut nutzen. Ja, Vielen also Dank. noch kurz, die Kollegin aus der frühen Prävention hat einen kompletten Fachtag über diese Software gemacht, wobei es da auch natürlich mit der Lizenz etwas Schwierigkeiten gab, aber da waren sehr viele Menschen angemeldet. Das hat auch ganz gut dann funktioniert. Gut. Und Sie haben einen wichtigen Punkt auch gesagt, Herr Kolb, dass Sie das nicht alleine machen. Also da steht wirklich ein Team hinter Ihnen. Sie sind da jetzt, das ist keine One-Man-Show, sondern da stehen ganz viele Leute hinter Ihnen, die da ganz unterschiedliche Aufgaben, ja, übernommen haben, damit diese Webinare so stattfinden konnten, wie sie stattfanden, richtig? Richtig, ganz genau. Wie gesagt, die Idee kam von der Kollegin aus dem Jugendschutz, die mit den digitalen Elternabenden angefangen hat, vergangenes Jahr da positive Rückmeldungen bekommen hat und wir dann eben schon Erfahrung mit der Software und auch in der Mediennutzung hatten. Und dann ging es eben darum, dass alle aus den Sachgebieten Inhalte, Referenten beigetragen haben, dass unsere duale Studentin die Hauptlogistik getragen hat. Und wir auch zum Beispiel aufgeteilt haben, wer welche Veranstaltungen moderieren kann und verantwortlich dort ist, weil nicht eine Person allein vier Webinare in der Woche moderieren kann. Kann man sonst nichts mehr anderes tun. Und insofern haben wir uns zu dritt auch die Moderation aufgeteilt. Und das ist eine Gesamtleistung von uns als Abteilung Kinderbüro der Stadt Karlsruhe. Und ich bin ein kleiner Teil davon. Aber im Sinne dessen, dass wir hier die lokalen Bündnisse unterstützen wollen und ich das auch weiter nutze, deswegen bin ich auch hier. Und ja, aber sage auf jeden Fall Danke an die Kolleginnen und Kollegen, ohne die das so nicht stattfinden würde und stattgefunden hätte. Wunderbar. Wir haben jetzt auch schon Interesse an der Themenliste im Chat gesehen, dass auch die Themenliste da besteht absolut Interesse, dass man die nochmal vielleicht veröffentlichen kann. Und Frau Schmidt-Remme fragt, ob Sie noch mal ein bisschen was zu dem Fachtag sagen können, dem digitalen Elternabenden. Bezieht sich das jetzt im Besonderen nochmal, Herr Kolb, auf das Thema Webinar oder ist das dann ein Fachtag, den Sie digital machen? Wenn das so ein Fachtag ist, den Sie digital umsetzen, dann würde ich die Frage vielleicht noch mal ein bisschen nach hinten schieben, Frau Schmidt-Remme, damit wir uns jetzt erstmal noch mal auf das Thema Webinar fokussieren können. Zu dem digitalen Elternabend, das ist im Rahmen der Präventionsarbeit des Jugendschutzes in Kooperation mit dem Medienkompetenzzentrum Karlsruhe und eben Schulen entstanden. Und wenn Sie da mehr Fragen haben zu Details, können Sie sich gerne an meine Kollegin vom Jugendschutz wenden. Alle Kontaktdaten und Infos finden Sie auf der Internetseite vom Kinderbüro der Stadt Karlsruhe, weil das weiter auszuführen bringt nichts. Und der Fachtag der Frühprävention war für Fachkräfte tatsächlich. Gut, wunderbar. Dann danke für das Angebot, dass sich die Teilnehmer auch nochmal an Sie wenden können. Wir haben also das Thema. Sie haben ein Thema gefunden im Bündnis. Sie haben die Referentin, den Referenten gefunden, der mit Ihnen das Webinar durchführt. Und dann geht es eigentlich darum, so ein bisschen den Ausschreibungstext, also den Text, den Sie nutzen, um das Ganze zu bewerben, zu entwerfen. Und da hat Herr Kolb auch noch mal ein nettes Beispiel mitgebracht. Hier ging es im Webinar um das Thema Kontaktsperre nach außen und was nach innen, aktuelle Herausforderungen für Paare mit Kindern. Dort werden also die Eltern angesprochen, ja, die jetzt in dieser Corona-Pandemie mit den Kindern zu Hause sind. Das Homeschooling findet zu Hause statt. Die Betreuung ist nicht mehr die, die es mal gab, im Kindergarten, in der Schule, im Hort, wo auch immer. Und wie man da mit welchen Möglichkeiten Eltern da auch das Beste aus dieser Situation ziehen können. Und das sollte nur ein kleiner Einblick dazu sein, dass man mit dem Text, den man dafür entwirft, um auf ein Webinar aufmerksam zu machen, natürlich bestimmte Schlagworte nutzen sollte, dass man da kurz im Text bleibt, dass man die Personen, die Zielgruppen gezielt anspricht und ja, zu weiteren Informationen sicherlich auch weiterführende Informationen dann erhalten könnte. Da möchte ich Sie auch noch mal auf unser Webinar hinweisen, was wir im Mai veranstaltet haben. Da ging es darum, wie man Websites gut planen und gestalten kann, also wie man Texte so schreibt, dass der Leser
hängen bleibt und auf der Seite bleibt und Interesse zeigt. Und ich denke, da können Sie auch für sich nochmal gute Tipps mitnehmen. Die Links gibt es auch am Ende nochmal zu diesem Webinar. Wenn Sie also Ihren Text dann geschrieben haben, Sie haben das Webinar angelegt auf der Plattform, die für Sie passt, dann können Sie eine sogenannte Landingpage gestalten. Das habe ich jetzt hier nochmal beispielhaft eingefügt für das Webinar, was Sie heute besuchen. Das heißt, Sie können dann ein Foto einfügen auf der Seite, wo die Teilnehmenden dann hingeführt werden, sobald sie sich anmelden möchten. Sie können da nochmal hinzufügen, was die Teilnehmenden erwartet. Sie können Fotos hinzufügen. Also da gibt auch jede Plattform nochmal individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann geht es eigentlich in die Bewerbungsphase. Und das ist ja das Wichtigste, denn wir brauchen Teilnehmende. Und Herr Kolb, dann erzählen Sie uns doch mal, mit welchen Methoden und welchen Instrumenten Sie auf Ihre Webinare aufmerksam gemacht haben. Ja, also natürlich sind wir eine städtische Einrichtung, eine städtische Abteilung und haben gewisse Vorgaben dafür. Das heißt, alle unsere Pressemitteilungen laufen über unsere Behördenleitung, über unser Bürgermeisterdezernat und das Presse- und Informationsamt der Stadt Karlsruhe. Die Texte und so weiter schreiben wir dazu. Das geht dann an den ganz großen Presseverteiler hier von den badischen neuesten Nachrichten oder eben auch zu Baden TV, wo man auf der linken Seite der Folie auch einen Screenshot aus einem Interview sieht. Und wir haben auch unseren eigenen Facebook-Account, den man dann auf der rechten Seite der Folie sieht, wo wir dann sozusagen auf das erste Webinar hingewiesen haben. Wir haben uns auch überlegt, wie nennen wir eigentlich diese Reihe? Wir sind dann eben auf Kinderbüro on Air gekommen. Wir haben auch sozusagen dieses Logo etwas neu gestaltet. Und wir versuchen so und so immer wieder auf Veranstaltungen und Angebote von uns über Facebook hinzuweisen. Und da das in den normalen Pressedienst ging und wir die Ersten und auch die Einzigen waren, auf jeden Fall in unserer Behörde, die digitale Angebote in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, kamen natürlich auch verschiedene Presseanfragen an uns ran für Interviews. Und natürlich auch von Baden TV, das ist hier unser regionaler Fernsehsender. Und das ist Jonas Nees, ist der Leiter unseres Kinderbüros hier, der nach innen und außen uns in verschiedenen Gremien vertritt, auch in der Planungsrunde Sozial- und Jugendbehörde sitzt und auch offiziell Kinderbeauftragter der Stadt Karlsruhe ist. Und der hat dann über Skype dann über die technischen Möglichkeiten unser Angebot erklärt. Und das ist jetzt auch nochmal für neue Angebote weitergeführt worden. Und dementsprechend wurde das sehr weit gestreut. Und wir haben halt auch relativ schnell Anfragen bekommen. Und natürlich haben wir alle in unseren Sachgebieten über die Einrichtungen, über die Fachkräfte, über die Träger, unsere Multiplikatoren, ein sehr großes Netzwerk und sehr große E-Mail-Verteiler, sodass wir dort auch gestreut haben. Und letztendlich auch ganz viele Eltern über die Einrichtungen, über die Ansprechpersonen, über die Institutionen erreichen können. Und unser erstes Webinar, auf das da beworben wurde am 19.03., da waren dann 65 Menschen angemeldet und haben sich das angeschaut. Noch vielleicht zur Statistik, wenn wir eh da sind. Also wir hatten dann in den 45 Webinaren am Anfang, in den ersten 2 Monaten sind wir ungefähr bei 40 Teilnehmern geblieben und danach ging es eben zurück, jetzt auf 30 und wir haben uns eben entschieden, dann jetzt in eine Sommerpause zu gehen, aber da kommen wir nachher dann nochmal drauf. Und dann ist es auch immer wieder so, wenn es spezielle Themen sind, wo wir denken, die und die Zielgruppe von Eltern wird besonders angesprochen, dass diejenigen aus unseren Sachgebieten nochmal gezielt auf die Menschen und Multiplikatoren zugehen, wo wir wissen, wir können Eltern erreichen. Mhm. Ja, so lief das bei uns und so läuft das auch regelmäßig eigentlich bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit.
Vielen Dank. Also vielfältige Plattform, die Sie da genutzt haben. Und Frau Strunk fragt, wie viele Genau. Teilnehmende man maximal in einem Ja. Webinarraum begrüßen darf. Und das sagten Sie auch gerade, Herr Kolb, schon. Das ist ja sehr unterschiedlich von Ja. Plattform zu Plattform. Ich glaube auch mit dem Paket, was man kauft. Ich glaube, für unsere Webinare haben wir beispielsweise über 250, also 250 Teilnehmer können mitmachen, mit zuhören. Und Sie sagten gerade, Sie Wir haben haben für ein 100. Paket für 100 Ja, Personen. Genau. ganz genau. Haben wir uns entschieden, für ein Jahr das mal so zu machen. Und ja, für die größeren Veranstaltungen muss man dann entweder zukaufen oder variieren. Ja, da schauen wir auch noch, was da zukünftig sinnvoll macht. Es Ja. läuft bis eben dann bis Anfang nächsten Jahres. Okay. Dann würde ich einmal in die Runde fragen, ob Sie zu dem Teil Planung noch Fragen haben. Liebe Teilnehmende, wenn dazu Fragen sind, dann schreiben Sie diese gerne in den Chat. Ich warte einen kurzen Moment. Okay, ich sehe, da regt sich erstmal nichts. Dann machen wir einmal weiter mit dem Thema Durchführung. Das heißt, das ist jetzt beworben. Wir fangen jetzt an, das Webinar durchzuführen und da gucken wir jetzt mal, worauf es da ankommt, damit das Webinar auch erfolgreich ist. Genauso wichtig wie in Offline-Veranstaltungen ist es natürlich sehr wichtig, dass man einen roten Faden hat, dass die Teilnehmenden gut folgen können, sich gut aufgehoben fühlen, wissen, wo sie gerade sind und was jetzt noch folgen wird. Wir raten, dass man in einem Webinar maximal 20 Minuten für einen fachlichen Input nutzt, denn die Aufmerksamkeitsspanne ist in einem Webinar nochmal eine ganz andere, als wenn man sich wirklich persönlich vor Ort trifft, denn sie hören uns ja im Prinzip nur. Heute sehen sie uns auch nochmal. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Was wir auch regelmäßig tun, ist, dass wir die Teilnehmenden aktiv mit einbeziehen in Form von Chats oder Umfragen. Auch das sollten Sie bei Ihren Webinaren mit einfügen und übernehmen. Vorbereitung ist alles. Herr Kolb sprach es gerade schon an. Bei uns ist es so, wenn wir ein Webinar planen, dann werden wir uns immer eine Woche mindestens vor dem tatsächlichen Webinar mit dem Experten, mit der Expertin im virtuellen Raum treffen. Wir machen dann immer schon einen Technikcheck, gucken, ob das alles funktioniert, sprechen die ersten Folien durch, also gucken auch, dass wir den Ablauf, dass wir da d'accord sind. Und eine Stunde bevor das Webinar startet, treffen wir uns dann schon in dem Chat. Das heißt, Herr Kolb und ich sind schon seit 12 Uhr in einem netten Gespräch. Um 13 Uhr haben wir offiziell mit dem Webinar gestartet. Das ist auch wichtig, dass man da auf der sicheren Seite ist, was die Technik betrifft. Ja, zusammen ist man weniger allein. Das heißt, hat Herr Kolb auch schön zusammengefasst. Es ist eine Teamleistung. Es gibt unterschiedliche Personen, die da unterschiedliche Sachen machen können für ein Webinar. Da sollte man sich sicherlich auch nochmal Unterstützung und Hilfe holen. Und wenn man da dann gut unterwegs ist, dann kann man ein oder anderen Sachen auch nochmal mit übernehmen. Ja, Herr und Kolb, was lief denn aus Ihren Erfahrungen? Da würde ich jetzt die Frage nochmal an Sie geben. Was lief denn aus Ihren Erfahrungen gut in Webinaren, gerade in der Durchführung? Was waren so Dinge, die Sie beim 10. Webinar ganz anders gemacht haben als noch in Ihrem ersten? Vielleicht erzählen Sie uns da ein bisschen aus Ihren Erfahrungen. Wie motivieren Sie auch die Teilnehmenden, ne, dass die mitmachen? Ja, also sicherlich haben wir da auch alle, selbst wir sozusagen als die Personen, die das planen und moderieren, da auch mitgelernt. Wir haben uns ja praktisch selber am Anfang etwas ins kalte Wasser geworfen. Nur meine Kollegin vom Jugendschutz, habe ich schon erzählt, hatte Erfahrungen damit. Wir wussten, dass es positiv ankam, prinzipiell. Dann ging es auch darum, es ist ganz wichtig, technische Lösungen zu finden, also tatsächlich auch, mit welchen Geräten können wir denn vor Ort arbeiten. Unsere städtischen PCs sind auch nicht alle ausgelegt dafür. Manche Kolleginnen und Kollegen haben noch ein Diensthandy und wir haben hier eigentlich nur einen offiziellen Laptop gehabt und haben uns dann eben für den Start der Reihe drei Laptops, die dafür geeignet sind, vom Landesmedienzentrum hier in Karlsruhe ausgeliehen. Wir haben am Anfang fast alle Webinare sozusagen hier auch in dem Raum, in dem ich jetzt bin,
mit den Referentinnen und Referenten durchgeführt. Das heißt, jemand von uns war moderierend entweder dabei mit dem Referent in einem Raum oder im Nebenraum. Der technische Support war dann auch noch da. Und dann haben wir auch gemerkt, wenn die Leute die technischen Voraussetzungen haben und mal eine Einführung hatten und auch selber das wollten, dass wir dann auch von zu Hause aus jeweils agieren konnten. Aber es ist ganz wichtig, dass man eben die Hardware hat und die Software hat. Also das ist wichtig. Was wir auch gelernt haben, ist tatsächlich nicht nur, dass man die Monologe führt und Folien vorliest, sondern dass man versucht, so wie Sie es auch gemacht haben, vielleicht alle paar Minuten sich rückzuversichern, seid ihr noch dabei? Gibt es Fragen, eine Umfrage einzubauen über dieses EduDip? Darf man auch, kann man auch Kurzvideos vorführen? Das wurde auch noch genutzt. Und es ist auch wichtig für die Referentinnen und Referenten, dass sie eine Einführung in diese Softwarenutzung bekommen. Wie ist die Präsentation? Wie spielt man die ab? Wie kann man auch, wenn ich jetzt hier mal, ich kann jetzt zum Beispiel diese Funktion hier ändern, wer hier sozusagen parallel spricht oder jemand im Vordergrund spricht, ist jemand, wer achtet auf den Chat, dass es ein Gespräch gibt, also die Kolleginnen zum Beispiel von der Beratungsstelle Frühe Hilfen, die haben in der Regel zu zweit ihre Webinare gemacht und sich auch tatsächlich so wie wir auch in ein Gespräch begeben und auch die Rollen klar gemacht und so aufgeteilt. Und auch das, dass man schauen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Stunde vereinbart haben und der Inhalt und alle Fragen waren geklärt, dass wir dann auch vielleicht mal nach 45 Minuten das schon beendet haben. Und wir haben definitiv mitgenommen und das hat jetzt auch gestartet, dass wir zu unseren Webinaren die Referentinnen und Referenten jetzt wirklich in richtige Schulungen schicken. Und da hat die Kollegin vom Jugendschutz eine Schulung konzipiert und die wollen wir jetzt mit allen, die zukünftig, wenn es geht, bei unsere Webinare machen wollen, eben durchführen. Auch ein bisschen länger als eine Technikeinführung, auch was, ich sag mal, Kommunikation, Körpersprache, Einhaltung, gewisse technische Probleme, aber auch, wie man andere Sachen benutzt. Sie haben vorhin was in die Kamera gehalten. Bei unserem Webinar Erste Hilfe am Kind hat der Referent tatsächlich auch mit der Babypuppe direkt Sachen vorgemacht, hat dann die Kamera umgestellt, dass das alles so funktioniert hat. Ja. Genau, das soweit. Und wir haben auch gelernt, dass wir genau schauen muss, sind es zu viele Angebote? In den ersten Wochen war es klar, da ist Lockdown, alle sind zu Hause, da kann man das nutzen. Dass man schauen muss, wie kann man das streuen? Gibt es vielleicht unterschiedliche Bereiche, die interessanter sind? Und da kommen Sie auch noch drauf. Wir haben dann auch noch gefragt, sind die Zeiten, die wir anbieten, passend? Und so weiter und so weiter. Mhm. Die Frage von Herrn Schlierf, die Kolleginnen von der frühen Prävention hier bei uns im Kinderbüro können Sie diesbezüglich auch gerne kontaktieren. Die andere Frage, sind die Webinare nachträglich noch zugänglich? Nein, wir haben hier strenge Datenschutzvorgaben von der Stadt Karlsruhe bekommen. Wir sind auch nicht zeitlich so ausgestattet, dass wir das nachbearbeiten können und sozusagen die Chats schwärzen können, weil da werden ja auch Namen genannt, Institutionen, personenbezogene Daten oder vielleicht auch schwierige Hintergründe, die nicht alle möchten, dass man sie nochmal anschauen kann. Wie gesagt, da handelt es sich ja auch nicht um Fachkräfte, sondern um Eltern und deswegen gibt es das bei uns nicht. Einzelne Referentinnen und Referenten können es vielleicht nochmal anschauen, um zu gucken, ob sie was ändern können, aber für die Öffentlichkeit ist es leider nicht mehr zugänglich. Genau, danke, dass Sie da schon mal auf die Fragen eingegangen sind, Herr Kolb. Dazu kommen wir auch noch mal gleich kurz zum Punkt Nachbereitung. Was stellt man im Nachgang zur Verfügung? Da ist es sicherlich noch mal
wie Sie auch gerade sagten, dass es da sehr sensible Daten gibt, die dann im Nachgang nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollten. Frau Strung fragt nochmal, ob Webinare maximal eine Stunde gehen sollten. Das ist so die Empfehlung, 60 bis maximal 90 Minuten, weil die Aufmerksamkeit sonst wirklich sinkt, es sei denn, man hat da ganz viele Interaktionen. Und was sich vielleicht noch mal unterscheidet, und ich finde, das ist jetzt hier ein guter Punkt, den noch mal anzusprechen, man kann auch andere Tools auch noch mal benutzen, um das Ganze noch interaktiver zu gestalten, mit Post-its, die man hin und her schieben kann. Ja. Das kann man sicherlich auch noch mal machen. Wir wollten Ihnen jetzt hier erstmal so die Basics für ein Webinar geben, wie man wirklich auch mit einfachen ersten Schritten sowas virtuell umsetzen kann. Gut. Gibt es jetzt erstmal hierzu noch Fragen? Ich sehe mal, Frau Bremer fragt noch, könnten ähnliche Schulungen zur Webinardurchführung und technischen Unterstützung vom Servicebüro angeboten werden? Da gehen wir gerne noch mal ins Gespräch, Frau Bremer, inwieweit wir das noch mal ausführlicher gestalten können und würden uns dazu dann entsprechend noch mal melden. Und Frau Lüttke fragt noch, wo gibt es Infos oder Seminare zur Einbeziehung der Teilnehmer, Kommunikation, Körpersprache, was Sie gerade erwähnt haben, Herr Kolb? Haben Sie da einen Hinweis für Frau Lüttke? Ja gut, wir haben halt Referentinnen und einen Referentenpool, die auch so als Trainer, Seminarleiter aktiv sind und die aber auch von sich aus auf uns zugekommen sind und uns das angeboten haben. Wir schauen auch, ob wir das intern nutzen. Also ich würde da einfach sozusagen schauen, ob ich jemanden kenne, der prinzipiell Kommunikationsthemen als Trainer, Berater, Moderator oder was auch immer anbietet in der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Und by the way, das mache ich auch nebenher noch freiberuflich, aber genau, schauen Sie, ob Sie da Menschen haben. Viele in diesem Bereich aufgrund von Corona müssen sich auch umorientieren, können ihre Präsenzveranstaltungen nicht mehr so durchführen und haben sich da auch jetzt gerade drauf spezialisiert, sich dort auch fortzubilden und dort entsprechende Angebote zu machen. Schauen Sie, können auch, wenn Sie auf Xing sind, ich bin dort aktiv, dort finden Sie auch viele Sachen. Ja, ich denke, das macht dann jeweils regional Sinn, dort Menschen anzusprechen in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Wunderbar. Ja, klar, es ist etwas schwieriger, genau, ja. Ja, Frau Schlüttke schreibt noch, sie leitet selbst Fortbildungen, ja. Aber online ist das doch etwas schwieriger, da gebe ich Ihnen absolut ja. recht. Dann gehen wir mal auf den Punkt nochmal Nachbereitung. Herr Kolb sagt es gerade schon und das finde ich auch sehr wichtig. Schauen Sie, ob die Themen, die Sie anbieten, für eine Nachbereitung gedacht sind. Unsere Webinare werden immer im Nachgang aufgezeichnet und im Nachgang an Sie weitergegeben. Wir veröffentlichen das auch auf unserem YouTube-Kanal, sodass auch andere, die heute nicht teilnehmen konnten, da nochmal nachhören können, das sich nochmal im Nachgang anschauen können. Auch die Dokumentation geben wir immer weiter. Also schauen Sie, was Sie den Teilnehmenden, sofern es in die Themen passt, in die Tasche packen, die Sie dann mit nach Hause nehmen können und im Nachgang zusenden können. Ich möchte noch auf einen letzten wichtigen Punkt eingehen, nämlich Tipps und Tricks. Sie haben es kurz angesprochen mit der Uhrzeit, Herr Kolb. Wenn Sie da nochmal eingehen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Tipps und Tricks Sie unseren Bündnissen, die heute zugeschaltet sind, noch mit auf den Weg geben möchten. Also einerseits haben wir natürlich festgestellt, dass die Teilnehmerzahlen etwas variieren. Wir wussten nicht genau, ob das vom Thema abhängig ist. Wir haben angefangen, glaube ich, mit 10 Uhr, wenn ich es richtig weiß. 10 Uhr, nein, 15 Uhr. 15 Uhr an einem Donnerstag war der erste Termin, das lief gut. Dann waren wir an einem Freitag, da waren dann nicht mal mehr die Hälfte da. Und dann haben wir uns das halt über ein paar Wochen angeschaut und haben auch gehört, für insbesondere für berufstätige Eltern mit kleinen Kindern sind diese Zeiten vormittags oder auch am frühen Nachmittag eher schlecht. Die wünschen sich was um 19, 20 Uhr, wenn die Kleinen schon schlafen und sie das aber nebenher noch anschauen können, entspannt.
Und wir haben dann einfach einerseits gefragt und die Rückmeldung bekommen. Also das ist auch toll, dass wir ganz viele Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Mail oder über Facebook oder über wie auch immer bekommen haben. Und wir dann entsprechend damit umgehen konnten und haben dann verschiedene Zeiten ausprobiert, tatsächlich 10 Uhr, 15 Uhr und 19.30 Uhr soweit. Und haben dann irgendwann definitiv den 10 Uhr Termin komplett rausgenommen und sind dann die letzten 4 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen immer bei nachmittags 15 oder 16 Uhr soweit geblieben, weil dann doch auch die Teilnehmerzahlen bei den Webinaren am späten Abend nicht so hoch waren, dass sich das sozusagen rentiert. Und im Endeffekt geht es auch immer darum, dass man immer die Leute auch ein bisschen fragt und mit einbezieht. Man konnte uns auch sozusagen Wünsche für Themen zuschicken. Das haben wir auch immer mit veröffentlicht. Ja, und das andere ist einfach, dass man natürlich am Anfang viel im kalten Wasser schwimmt und einfach das mal ausprobieren muss. Es sind auch ganz lustige Geschichten passiert. Bei einem Webinar gibt es hier in dieser Software, wo wir haben, oben den Punkt Webinar beenden. Und wenn man so wie ich jetzt Co-Moderator ist, hat man theoretisch auch die Funktion, das Webinar zu beenden. Und das wäre halt gut, wenn die Person, die Referentin oder Referent ist, das vorher weiß, wo sie draufklicken soll und nicht. Und dann hatte die dann das Webinar beendet. Dann habe ich nochmal neu hochgefahren. Dann waren die Referentinnen draußen. Gott sei Dank waren die meisten Leute noch online. Ich habe dann ein bisschen improvisiert und was erzählt von den vorgegangenen Themen und unserer weiteren Planung. Wir haben auch immer so, wie Sie es gemacht haben, eine Eingangsfolie. Was ist das Thema heute? Wir versuchen auch immer eine Präsentation zu haben, die man im Nachklang zur Verfügung stellt. Und wir weisen immer auf die weiteren Termine dann im Abspann nochmal hin und dass man uns auch zwischendurch für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Und Und ansonsten sind wir auch eine lernende Organisation, wie ich schon gesagt habe, aus unterschiedlichen Sachgebieten, auch unterschiedlichen Fachkräften und Kolleginnen und Kollegen, die alle auch immer mal wieder einen Hinblick haben. Und was mir auch aufgefallen ist, ist definitiv, dass alle, die dort beteiligt sind, sich genau überprüfen müssen, wie ist die Technik, wie ist Bild und Ton. Und was auch noch wichtig ist, diese Chat-Funktion auf dieser Seite kann man eben nur mit bestimmten Browsern nutzen, dass man da auch immer wieder drauf hinweist. Und letztendlich war es auch noch unser Ziel, außer dem Austausch, in Kontakt bleiben und Impulse geben, dass wir vielleicht bestimmte Familien, bestimmte Eltern, bestimmte Situationen einfach sozusagen ein weiterer Kontakt sich dann ergibt. Denn ab dem Moment, wo wieder Kontaktmöglichkeiten, wenn auch nur draußen oder im geringen Maße drinnen vorhanden waren, konnte man in schwierigen Fällen halt auch sich an die Beratungsstellen wenden. Wir haben dann eben die Kontaktdaten dort eingeblendet und dann sind dann auch Beratungsgespräche entstanden und den Eltern konnte vertieft noch geholfen werden und sie konnten über das Webinar sozusagen bei uns andocken, um dann noch weiter Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Das war eine Sache und wir hatten auch noch anfangs ein Familientelefon geschaltet, wo alle Ansprechpartner für Familien erreichbar waren und wo man über eine zentrale Nummer dort reinkam und weitergeleitet werden konnte. Und das verknüpft hat auch viel geholfen. Ja, und letztendlich ist es aber auch wichtig, immer zu überprüfen, lohnt sich der Aufwand? Machen wir das? Was ist unser Ziel? Wozu benutzen wir welches Format und welches Tool? Und was dürfen wir als Organisation auch überhaupt machen? Und jetzt sind wir gerade dabei, wir haben eine Umfrage gemacht unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da komme ich schon vorweg, was die sich denn für die weiteren Angebote nutzen. Und die werden wir gerade aus und sprechen darüber, was wir weiter planen. Das jetzt mal so. Wenn noch weitere Fragen sind, wie gesagt, gerne noch. Herzlichen Dank, dass Sie da nochmal den Einblick gegeben haben und da nochmal die Tipps und Tricks auch zur Verfügung stellen.
Liebe Teilnehmende, wir sind schon fast am Ende des Webinars angelangt. Sie haben jetzt ein paar Impulse bekommen von uns, vom Servicebüro, vor allem aber auch von Herrn Kolb. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Kolb, für Ihre Zeit und für diesen tollen Input. Liebe Teilnehmende, schildern Sie uns doch einmal ganz kurz, was nehmen Sie für sich heute mit? Was waren Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt mitnehmen? Womit starten Sie morgen oder sofort? Vielleicht geben Sie uns im Chat, in der Chatfunktion, da eine ganz kurze Rückmeldung, was Sie für sich heute aus diesem Webinar mitnehmen. Und Sie dürfen das gerne einmal in dem Chat schreiben, den ich jetzt vergrößert habe. Ich sehe, es wird rege geschrieben, das freut mich. Die Teilnehmenden schreiben, 10 sind dabei zu tippen und 12, das freut mich total. Vielleicht nochmal zu den Tipps und Tricks. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, pünktlich zu starten, auch pünktlich zu enden. Wir werden jetzt gleich ein paar Minuten überziehen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Ich freue mich, dass Sie so rege auch teilgenommen haben und auch immer noch teilnehmen. Wenn man sowas ankündigt, ist es sicherlich auch, auch ein gutes Zeichen. Und ich gehe jetzt einfach mal in die Kommentare, die jetzt hier so einfliegen. Frau Korben schreibt sehr informativ, gerne wieder. Genau, Herr Krüger sagt, einfach anfangen und dann Stück für Stück weiterentwickeln, absolut. Frau Strede sagt, dass sie sich nochmal die technischen Voraussetzungen näher führen möchte und auch die Möglichkeiten, bedankt sich. Vielen Dank auch von Frau Krösche, umfassendes Bild, wunderbar. Herr Schlierf nimmt einen Überblick zu einem sehr strukturierten Vorgehen bezüglich der Umsetzung von Webinaren in diesem Feld mit. Dankeschön auch an das Team. Frau Strunk, ich habe bildhafte Inspiration erhalten, was ich bei uns anstoßen könnte und habe schon Ideen, welche Kooperationspartner ich ins Boot holen könnte. Wunderbar. Frau Kästner wird auch zumindest bisherige Themen, die derzeit ruhen mussten, auf digitale Machbarkeit prüfen. Sehr gut. Einfach ausprobieren, Learning by Doing. Frau Schmidt-Remme, sehr informativ. Herr Burmeister, guter Start in das Thema für mich. Das freut mich, Herr Burmeister. So wollten wir es. Frau Burmeister, Entschuldigung, das war unser Ziel. Frau Bremer, Webinare durchzuführen ist aufwendiger als gedacht, kostet Geld. Danke für die Einführung. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Herr Schau, Möglichkeit, insbesondere wenn man die Aufzeichnung auch zeitversetzt nochmal anschauen kann. Auch Frau Lambeck möchte sich auf den Weg zur Digitalisierung aufmachen und noch in dieser Woche wagen, die erste Online-Veranstaltung durchzuführen. Toll, Frau Lambeck, toi, toi, toi dafür. Frau Michali, wertvolle Tipps, gute Vorbereitung ist wichtig. Da haben Sie absolut recht. Frau Staringer, vielen Dank für die guten Impulse. Wir werden die Machbarkeit auch prüfen. Frau Mockdans kann auch viele Tipps mitnehmen. Frau Ulver bedankt sich für den umfassenden Überblick. Wunderbar, hier trudeln noch so ein paar Kommentare ein. Herzlichen Dank schon mal dafür, auch von Frau Bäumges. Und Frau Tesfay, genau, Frau Tesfay aus Heidelberg hat jetzt auch Webinare durchgeführt, nämlich 2 an der Zahl und hatte wenig Erfahrungswerte bezüglich der beliebtesten Zeit und den Themen. Das waren gute Impulse und Berichte. Auch Herr Zettelmeier bedankt sich für die Anregungen, auch Herr Schau für die Präsentation und Infos. Wunderbar. Dann schließe ich nochmal den Chat, um auf die letzten Folien zu gehen. Der Chat läuft weiter, also schreiben Sie ruhig noch fleißig weiter, wenn Sie uns noch eine Botschaft hinterlassen möchten. Ich hatte es im Webinar angekündigt. Wir haben vor ein paar Monaten auch ein Webinar durchgeführt zum Thema Bündnisarbeit sichtbar machen, Websites gestalten und planen. Vielleicht können Sie da noch mal reinhören, wie Sie auch auf Ihre Webinare aufmerksam machen können, wie Sie die Teilnehmenden packen können, damit die auch wirklich teilnehmen. Wie können Sie Texte gestalten? Und wir haben auch eine Checkliste zum Thema ein Webinar planen und durchführen. Und da ist auch alles, was wir heute eigentlich besprochen haben, noch mal gut zusammengefasst. Die Sachen finden Sie auf unserer Infothek. Die Punkte in der Zusammenfassung gebe ich Ihnen in der Dokumentation, die Sie dann in den nächsten Tagen von uns erhalten werden. Ich möchte Ihnen auch einen kurzen Ausblick geben, denn auch das liegt uns am Herzen. Sie erhalten die Dokumentation und auch diese Aufzeichnung in wenigen Tagen per E-Mail zugeschickt. Wir möchten ein neues Format anbieten und zwar wollen wir eine kollegiale Beratung im virtuellen Raum anbieten. Also, wenn Sie im Bündnis gerade vor einer Herausforderung stehen, beispielsweise brauchen Sie neue Ideen, um auf Ihre Angebote aufmerksam machen zu können
oder sie möchten eine Umfrage bei Familien durchführen und wissen nicht so recht, wie sie da rangehen sollen. Sie würden gerne das Wissen der anderen Bündnisse nutzen und voneinander lernen, denn das passiert ja eigentlich auf unseren Veranstaltungen vom Servicebüro. Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir suchen Bündnisse, die sich dieser kollegialen Beratung stellen möchten. Das ist ein geschützter Raum. Dort erfolgt keine Aufzeichnung. Das Ganze wird von uns als Servicebüro moderiert. Und Sie werden in diesem Raum von maximal 10 Teilnehmenden kollegial beraten. Und die nehmen sich ihrer Frage an und geben dort ihre Ideen an Sie weiter. Also melden Sie sich gerne bei uns bis 15. Juli, wenn Sie daran interessiert sind, bei so einer kollegialen Beratung teilzunehmen und Ihre Herausforderungen mit anderen Bündnissen zu teilen. Wir haben auch ganz viele neue Arbeitshilfen erstellt. Auch diese finden Sie auf unserer Infothek. Nehmen Sie da gerne das mit, was Sie für sich und Ihre Bündnisarbeit brauchen. Ich bedanke mich ganz herzlich zuallererst bei Herrn Kolb. Vielen, vielen Dank nach Karlsruhe für diesen tollen Input, für Ihre Zeit. Liebe Teilnehmenden, auch für Sie. Sie haben wunderbar mitgemacht, waren ganz aktiv. Dank für das Feedback im Chat. Das ist für uns auch sehr wertvoll. Wir enden jetzt gleich ganz offiziell mit dem Webinar, würden aber noch 5 Minuten dabei bleiben. Wenn Sie also noch Fragen haben, dann können Sie die jetzt im Nachgang nochmal an uns stellen. Wir bleiben noch ein bisschen im Webinarraum. Ansonsten können Sie uns auch jederzeit zu den zu Fragen kontaktieren, per E-Mail, Telefon. Sie können uns auch im Netz finden. Wenn also auch zum Thema Webinargestaltung da nochmal Fragen aufgekommen sind, melden Sie sich gerne bei uns und nehmen Sie auch gerne das Angebot von Herrn Kolb wahr und kontaktieren Sie Achim Kolb. Dann sage ich erstmal offiziell Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und von mir auch nochmal vielen Dank und Tschüss und danke Frau Schulz und an die Servicestelle und an die ganzen Teilnehmer, an die ganzen Fragen, habe ich auch wieder was für mich gelernt. Vielen Dank, Tschüss.